Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu unserer heutigen Einheit über Martin Luthers 95 Thesen. Wir wollen uns also darüber Gedanken machen, wie die Reformation angefangen hat und welche Rolle dabei die 95 Thesen gespielt haben, die er am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angenagelt hat. Bis heute feiern wir in vielen Bundesländern dieses Datum, den 31. Oktober, als Reformationstag, sogar als staatlichen Feiertag teilweise. Und die Frage ist, was ist an diesem Tag so Weltbewegendes passiert und was steht eigentlich in diesen 95 Thesen drin? Da gibt es vielleicht so eine erste landläufige Meinung, indem man sagt, naja, da ging es irgendwie um den Ablass. Die katholische Kirche, die hat da anscheinend irgendwie so gesagt, man kann sich so aus dem Himmel erkaufen, indem man so einen Ablassbrief kauft. Und der Luther, der hat da irgendwie dagegen gewettert, dass wir ja nur aus Gnade in den Himmel kommen. Und deswegen hat er sich gegen diese Ablassbriefe gewandt. Das ist so nicht richtig. Und wir wollen uns hier heute mal ein bisschen tiefer damit beschäftigen, was hat es eigentlich mit diesem Ablass auf sich und was stand eigentlich in diesen 95 Thesen von Martin Luther wirklich drin. Denn ehrlich gesagt hat kaum jemand eine Ahnung davon, was in diesen 95 Thesen drinsteht. Noch nicht mal Theologen. Ich glaube, viele von meinen Kollegen haben sich in ihrem Leben noch nie die 95 Thesen mal wirklich von 1 bis 95 durchgelesen. Und wenn man sie sich durchliest, dann findet man sie meistens relativ schwer verständlich und komisch. Ich war neulich mal auf einem christlichen Freizeitheim, da hatten sie sich überlegt, als Tischdekoration auf jeden Tisch eine von den 95 Thesen hinzustellen. Und egal an welchem Tisch wir saßen, wir haben uns das immer durchgelesen und haben dann überlegt, was hat uns das jetzt zu sagen? Eigentlich gar nichts. Man wusste nicht, was das mit uns, mit heute zu tun hat oder was das überhaupt bedeuten sollte, was Luther da in seinen 95 Thesen geschrieben hat. Also ich hoffe, nach diesem Video seid ihr etwas schlauer und könnt dann etwas damit anfangen, was Luther mit seinen 95 Thesen gemeint hat. Um das zu verstehen, brauchen wir erstmal ein Verständnis davon, was eigentlich ein Ablass ist. Dazu habe ich euch eine kleine Präsentation mitgebracht und die seht ihr hier. Es geht in dem ganzen Thema der 95 Thesen um das Thema der Sünde. Es geht darum, ja, wie wir mit unserer Sünde fertig werden und wie wir vor allem mit den Folgen der Sünde fertig werden. Sünde hat immer Folgen. Und die katholische Kirche hat das damals schon ganz richtig so gesehen, dass sie gesagt hat, Sünde hat verschiedene Arten von Folgen. Sünde hat zum Beispiel ewige Folgen, eine große ewige Folge. Das ist der ewige Tod. Das ist, ja, nach Römer 6, Vers 23, das ist die Trennung von Gott. Sünde trennt uns von Gott in Ewigkeit. Wir werden in Ewigkeit keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und das nennt die Bibel Verdammnis. Wir kommen in die Hölle sozusagen. Wir werden durch die Sünde verdammt. Und das ist das Schlimmste, dass wir in Ewigkeit von Gott getrennt sind. Das kann man Verdammnis nennen oder Hölle. Und wenn man diese Begriffe nicht mag, dann ist es trotzdem so, dass die Bibel da eindeutig ist. Sünde hat eine schlimme Folge in Ewigkeit. Daneben aber hat Sünde auch noch zeitliche Folgen. Sünde hat Konsequenzen. Wer sündigt, der muss Folgen davon tragen. Wenn ich zu viel ungesundes Essen esse, dann muss ich mit Magenproblemen rechnen oder dass ich zu dick werde oder was weiß ich. Wenn ich bestimmte Sachen mache, dann kann ich da ja Krankheiten davon kriegen. Wenn ich nicht sozusagen auf die Hygienevorschriften in der Corona-Zeit achte, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwann Corona kriege. Sünde, Übertretung von Regeln,
hat Folgen und Übertretung von Gottes Regeln hat auf jeden Fall Folgen. Man wird leiden. Das sind also zum einen direkte Konsequenzen, die man von sich trägt, wenn ich also wahllos mit vielen verschiedenen Partnern Sex habe, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich vielleicht irgendwann auch mal die Syphilis kriege oder was weiß ich. Aber es gibt natürlich auch andere Folgen, die jetzt nicht so direkt aus meinem Tun folgen. Zum Beispiel, wenn eine Hungerkatastrophe ins Land kommt oder irgendwelche Schmerzen auftreten. Das sind zeitliche Sündenfolgen, die es kann sein, dass Gott mir die auch als Strafen schickt für Sünden in ganz anderen Lebensbereichen. Auf jeden Fall, Sünde hat Folgen. Sünde hat zeitliche Folgen. Sünde hat ewige Folgen. Und deswegen muss ich traurig sein über meine Sünde. Und deswegen, ja, muss ich meine Sünde bereuen und Buße tun. Das ist der einzige Weg, um diese ganzen Folgen der Sünde nicht zu erleben. Reue und Buße ist der einzige Weg, wie wir da rauskommen. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? Wie kann Reue dazu beitragen, dass ich die Folgen der Sünde nicht mehr tragen muss? Das erklärt uns zum Glück die Kirche. Die katholische Kirche der damaligen Zeit, Luthers, die sagt, wir haben ein tolles Angebot für dich. Wir helfen dir, mit den Folgen der Sünde klarzukommen. Du brauchst einfach nur zu uns kommen und wir kümmern uns dann darum. Du musst einfach nur deine Sünde bekennen, du musst sie beichten und dann sprechen wir dir durch einen ordinierten Priester die Vergebung zu, wir sprechen dir die Absolution zu, du wirst freigesprochen von deinen Sünden. Das ist das sogenannte Bußsakrament. Das ist eine tolle Einrichtung der Kirche, eine der wichtigsten Einrichtungen. Da du kannst täglich zu uns kommen, die Kirche ist jederzeit offen, du kannst in den Beichtstuhl gehen, deine Sünde beichten und Buße tun und dann wirst du freigesprochen. Weil wir das verwalten, dass Jesus für dich gestorben ist und alle Schuld gesühnt hat, wir können dir deswegen zusprechen, dass deine Sünde vergeben wird. Ein wunderbares Angebot. Du bekommst echte Vergebung durch die Beichte. Und wenn du Vergebung der Sünde hast, dann verdammt dich deine Sünde nicht mehr. Dann hast du keine ewigen Folgen der Sünde mehr zu tragen. Dann ist die Verdammnis für dich kein Thema mehr. Dann kommst du in den Himmel, dann wirst du in Ewigkeit mit Gott zusammen sein. So einfach ist das. Komm zur Kirche, beichte deine Sünde und du kommst in den Himmel. Fertig ab. So einfach geht das und wir als Kirche sind sozusagen die wichtigste Institution, die es gibt, um dir diesen Weg in den Himmel zu bahnen, der sonst für dich total verschlossen wäre. Ja, bleibt nur noch eine Frage. Wie ist das mit den zeitlichen Folgen der Sünde eigentlich? Da sagt die katholische Kirche, das ist natürlich schon ein bisschen komplizierter, aber auch darum kümmern wir uns. Du musst dir das irgendwie so vorstellen wie ein Punktekonto in Flensburg in der Verkehrssünderkartei. Also wenn du im Verkehr sündigst, dann kriegst du einen Punkt in Flensburg, der hat dann vielleicht mal langfristige Konsequenzen, dass dir dein Führerschein abgenommen wird, wenn du zu viel Punkte sammelst. Der hat aber auch zeitliche Konsequenzen, dass du also schon mal 100 € Strafe zahlen musst oder so. So ähnlich machen wir das jetzt mit der als Kirche auch. Wir helfen dir, dass also die Gesamtkonsequenz am Ende nicht für dich eintrifft, dass du in die Hölle kommst. Aber damit du das nicht zu leichtfertig angehst und auf einmal die Punkte doch so viel angesammelt werden, dass du deinen Himmelsführerschein verlierst, geben wir dir schon mal ein paar kleine Strafen, damit deine Sünden irgendwie in Schach zu halten sind. Also, wir geben dir zusätzliche Bußstrafen. Das heißt, du musst schon mal ein paar Gebete sprechen, um
Ja, damit es dir wirklich ernst ist und dass die Reue dann auch wirklich echt ist. Ja, wie geht das? Wie können wir sicherstellen, dass deine Reue wirklich echt ist? Du kannst sie durch zusätzliche Leistungen beweisen. Du kannst zum Beispiel fasten mal eine Woche oder so. Du kannst Almosen geben. Du kannst irgendwie anderen Leuten was Gutes tun oder bestimmte Gebete sprechen. Wir als Kirche, wir sagen dir dann immer nach der Beichte, sprechen wir dich erstmal von deiner Sünde frei, damit du in den Himmel kommst. Und dann geben wir dir noch ein paar Aufgaben mit, ein paar Strafen, damit du das wirklich spürst, wie ernst das mit der Sünde ist und dass du nicht leichtfertig damit umgehst. Ja, nun kann es aber sein, dass bestimmte Sachen in diesem Leben nicht ganz von dir erfüllt werden können. Wir haben dir zum Beispiel Wallfahrten aufgegeben und bestimmte Gebete aufgegeben und eines Tages stirbst du und du hast vielleicht gar nicht alle Gebete gesprochen, die... Also wenn du jeden Tag zur Beichte gehst, da sammelt sich schon was an und am Ende hast du vielleicht irgendwie 17 Wallfahrten angesammelt, die du alle noch machen musst und noch 3000 Vaterunser, die du noch sprechen müsstest, die hast du immer vor dir hergeschoben und jetzt stirbst du. Ja, was machen wir dann mit diesen ganzen Strafen, die eigentlich noch zu deinem Leben dazugehört hätten? Da kommt jetzt das Fegefeuer ins Spiel. Was ist das Fegefeuer? Das Fegefeuer hat sich in der katholischen Theologie so nach und nach langsam entwickelt. Im 6. Jahrhundert kam man so auf Lukas 12, 32, wo es um die Sünde gegen den Heiligen Geist geht, und von der es heißt, dass die weder in diesem Leben noch nach dem Tod vergeben wird. Und da kam man drauf, aha, die nicht, aber vielleicht gibt es dann ja andere Sünden, die tatsächlich nach dem Tod noch vergeben werden können. Was könnten das für Sünden sein? Dann guckte man sich 1. Korinther 3, 13 bis 15 an. Da geht es darum, dass die Werke eines Menschen im Feuer geprüft werden und dass Christen zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es kann sein, dass da die Werke verbrennen und das verschob man dann so ein bisschen, dass nicht die Werke verbrennen, sondern dass man selber irgendwie brennt und Schaden leidet, wie das in 1. Korinther 3, 15 heißt. Das geht nicht so ganz aus dem Bibeltext hervor, aber die katholische Kirche hat dann im 12. Jahrhundert daraus eine richtige Lehre und Dogmatik gemacht, die Vorstellung eines Purgatoriums, eines Reinigungsortes, bei dem man sozusagen gereinigt wird, bevor man in den Himmel kommt. Eine Art Vorhimmel, eine Art Aufarbeitung des von allem, was noch so an dunklen Sachen im Leben übrig geblieben ist, eine Art Schlusstherapiegespräch, bevor man endgültig in den Himmel kommen darf. Martin Luther hat bis 1530 tatsächlich noch an die Existenz solch eines Fegefeuers geglaubt, noch 13 Jahre nach den 95 Thesen. Das Fegefeuer war anfangs für ihn gar nicht so das Problem. Danach hat er es dann aber doch bekämpft, diese Lehre. Heute glaubt die evangelische Kirche nicht mehr an die Existenz eines solchen Fegefeuers. Aber für die Menschen um 1517 war das eine große Realität, dieses Fegefeuer. Man kann sich das hier, bevor ich auf die letzten Sachen noch komme, die wir alle gleich noch sehen werden, schon mal hier an einem Bild deutlich machen, eine Fegefeuerdarstellung an einem Altar in Bad Wimpfen. Also Fegefeuer war kein Spaß. Fegefeuer stellte man sich eigentlich so wie die Hölle vor. Das ist der einzige Unterschied zur Hölle ist, dass Fegefeuer eine zeitliche Begrenzung hat. Hölle ist ewig. Fegefeuer geht irgendwann vorbei, aber wenn man ziemlich viel im Leben auf dem Kerbholz hatte, nützte einem das nicht viel, weil man dann Tausende und Millionen von Jahren teilweise im Fegefeuer zu erwarten hatte. Das war alles nicht so genau ausgerechnet, das war etwas nebulös, aber
Man wusste, ich werde eine unvorstellbar lange Zeit in dieser Vorhölle sein. Also das nützt mir eigentlich kaum etwas, dass ich bei der Beichte die Absolution zugesprochen bekomme, dass ich nicht in der Hölle lande, wenn ich davor doch 3 Millionen Jahre in der Vorhölle sitze. Also deswegen hatten die Leute im Mittelalter richtig Angst vor dem Fegefeuer. Es ist eine schreckliche Folterkammer. Wie weh Feuer auf bloßer Haut tut, das konnte man sich vorstellen und das wollte jeder vermeiden. Und deswegen sagt die Kirche, wir haben da eine super Idee für euch. Wir als Kirche bieten nämlich den Ablass an. Und das geht so, dass wir euch aus unserem Kirchenschatz etwas geben. Wir haben eine große Schatzkiste hier und in dieser Schatzkiste, da sind die Werke der Heiligen drin. Da ist es so, dass die allermeisten Menschen, ja, die haben so ein Konto, müsst ihr euch vorstellen, von guten und schlechten Werken. Und bei den allermeisten, so die guten Werke, immer ein Pluswerk gleicht ein Minuswerk aus. Bei den allermeisten Menschen bleibt aber am Ende ein Minus auf dem Konto. Es gibt nur so ein paar wenige Menschen, die mehr gute Werke als schlechte Werke tun. Das nennt man die Heiligen. Die löschen damit alle ihre Sünden aus, aber und sie haben dann noch gute Werke übrig, wenn sie sterben, und die gehen dann an die Kirche in Besitz über. Die vererben sie der Kirche. Die Kirche sammelt diese ganzen guten Werke, überschüssigen guten Werke der Heiligen in einer großen Kiste, symbolisch gesehen. Und aus dieser Kiste kann sie diesen Überschuss an Leute verschenken, die zu wenig gute Werke haben. Also wir als Kirche nehmen aus der Schatzkiste was und schenken das euch Gläubigen. Und wofür wird das verwendet? Wir nennen das den Ablass. Wir erlassen euch damit bestimmte Strafen und Bußleistungen, die euch bei der Beichte auferlegt worden sind oder die Konsequenzen eurer Sünde sind. Wir erlassen euch zeitliche Folgen der Sünde damit. Wir als Kirche können bewirken, dass ihr weniger leiden müsst, dass euch Krankheiten nicht treffen, keine Hungersnot, keine Katastrophe und dass ihr bestimmte Strafen doch nicht mehr machen müsst, bestimmte Wallfahrten und Gebete nicht mehr. Ihr müsst euch einfach von der Kirche diese ganzen Strafen, Leiden, Folgen, auferlegten Taten tilgen lassen aus dem großen Kirchenschatz. Wir erlassen es euch und wir geben es euch schriftlich in einer Bescheinigung, in einem Brief, in einer Quittung und das nennen wir einen Ablass. Das hieß, in Deutsch heißt das Ablass, in Lateinisch heißt das Indulgentia. Indulgentia heißt Milde, Güte. Wir sind so gütig, wir als Kirche. Wir können total viel erlassen. Wir können euch die Höllenstrafen erlassen und wir können euch jetzt sogar eure ganzen zeitlichen Folgen in diesem Leben schon erlassen. Und wir können euch dadurch sogar am Ende das Fegefeuer erlassen. Das ist eine völlig neue Dimension. Wir als Kirche können aus dem Kirchenschatz euch etwas geben, sodass ihr selber nicht mehr im Fegefeuer schmoren müsst. Und das ist jetzt natürlich eine tolle Aussicht, was die Kirche alles kann. Sie kann uns in den Himmel bringen und sie kann uns sogar vor dem Fegefeuer bewahren. Wie geht das? Einfach nur, indem man ein bisschen Geld bezahlt. So einfach. Man muss nur ein bisschen Geld bezahlen und schon bekommt man einen Ablassbrief, eine Bescheinigung und da ist die Kirche sogar sehr milde. Sie macht das in Staffelpreisen. Reiche Menschen müssen viel bezahlen, arme Menschen müssen wenig bezahlen. Ein König muss für einen tollen Ablass 25 Gulden bezahlen, ein Handwerker nur einen Gulden. Ganz arme Menschen, die gar kein Geld haben, brauchen tatsächlich auch gar nichts bezahlen. Die müssen nur fasten und beten und dann kriegen sie den Ablassbrief geschenkt. So milde ist die Kirche.
Das ist also eine ganz tolle Sache, die die Kirche sich ausgedacht hat. Einfach nur durch Geldzahlungen kommen die Menschen in den Himmel und kommen sogar aus dem Fegefeuer heraus. Und dann hat man sogar erfunden, 1476, dass man sogar stellvertretend, nicht nur für sich selber, sondern auch für Leute, die schon gestorben sind und im Fegefeuer sind, im Nachhinein jetzt noch einen Ablassbrief kaufen kann und damit die eigenen Vorfahren und Verwandten aus dem Fegefeuer her herausholen kann. So entwickelte sich dann der Spruch, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, aus dem Fegefeuer in den Himmel. Das ist jetzt möglich, einfach durch den Kauf von Ablassbriefen. Dann schmort man nicht mehr im Fegefeuer, sondern kommt direkt in den Himmel. Und da sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie war das jetzt mit Martin Luther? Was ist da 1517 eigentlich genau passiert? Also, das Ganze könnte man so beschreiben, dass ich mache mal eine kurze Pause und setze gleich nochmal neu an. So, neues Bild. Wir kommen jetzt zu der Frage, was da eigentlich 1517 passiert ist. 1517 hat Luther seine Thesen hier an diese Tür angeschlagen, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Das heißt, heute ist da eine Bronzetür, wo die 95 Thesen eingraviert sind. Das war damals noch nicht so. Aber in diesem Portal war wohl eine Holztür, an die Luther die Thesen angeschlagen haben soll. Es ging um den Ablass und Ablass war keine neue Erfindung, die erst kurz vorher irgendwie auf den Markt kam, sondern Ablass ist etwas, was schon in den Jahren und Jahrzehnten davor sehr populär, immer populärer wurde, zur Finanzierung der Kirche, zur Finanzierung von Kreuzzügen, zur Finanzierung von irgendwelchen Bauprojekten, hat man das entdeckt, weil die Leute ja Geld zahlen mussten und das auch bereitwillig gezahlt haben, weil es ja um ihr Seelenheil ging, um die Frage, wie geht es mit mir nach dem Tod weiter? Und der Tod war eine große Realität in dieser Zeit des Mittelalters. 100 Jahre vorher war die große Pestwelle gewesen und ja, das war noch tief im Bewusstsein. Man kann jederzeit sterben und bist du vorbereitet auf diesen Tod? Das ist die große Frage. Was ist da jetzt 1517 passiert? Es ging konkret in dieser Zeit um einen ganz besonderen Ablassbrief, nämlich um einen sogenannten Plenarablass, den der Papst ausgerufen hatte, zur Finanzierung des Baues des Petersdoms in Rom. Also wenn ihr mal in Rom seid, dann guckt euch diesen beeindruckenden Petersdom an und staunt, aber wisst als Evangelischer gleichzeitig, dieser Bau ist mit durch Tausende von Ablassbriefen von armen kleinen Deutschen mitfinanziert worden, die gutgläubig um ihr Seelenheil besorgt waren. Und das Ganze war etwas kompliziert. Es lief nämlich so, dass es da um einen Menschen ging, der hieß Albrecht von Mainz. Dieser Albrecht von Mainz, der war eigentlich Albrecht Erzbischof von Magdeburg und er wollte gleichzeitig auch noch ein zweiter Erzbischof sein, Albrecht von Mainz, damit er so der mächtigste Kirchenführer von ganz Deutschland werden würde. Und dieser Albrecht von Mainz, der ging damit zum Papst und sagte, hier kann ich nicht Doppelerzbischof sein. Und der Papst sagte, nö, geht eigentlich nicht, aber wir könnten vielleicht eine Ausnahme machen, wenn du uns ganz viel Geld dafür zahlst. Sagt der Albrecht, so viel Geld habe ich aber nicht. Dann sagt der Papst, dann wie wäre es, wenn du einfach für 8 Jahre eine große Ablasskampagne machst und das ganze Geld, was da so reinkommt, das kriegen wir dann für unseren Petersdom und dafür darfst du dann auch Doppelerzbischof sein. Ja, so wird das tatsächlich gemacht. Der Albrecht von Mainz organisiert dann in seinen Landen in Deutschland den Verkauf dieses Petersablasses.
Manche Länder in Deutschland verweigern sich dem, zum Beispiel in Kursachsen, wo Luther eigentlich wohnt, sagt der Friedrich der Weise aus irgendwelchen politischen Gründen, er will nicht, dass dieser Peters-Plenarablass bei ihm verkauft wird. Aber im Nachbarland, nur 30 Kilometer weg von Wittenberg, da werden diese Briefe verkauft. Was ist das? Ein Plenarablass. Das kam zum ersten Mal bei den Kreuzzügen auf, dass ein Papst, und nur ein Papst darf sowas ausrufen, sagt, ihr bekommt alle Sünden und alle Strafen erlassen, wenn ihr diesen speziellen Ablassbrief kauft. Es ist also ein Totalablass. Es ist nicht nur ein Ablass von einem Teil der Sündenstrafen, 300 Jahre Fegefeuer oder so, sondern alles Fegefeuer, was ihr jemals erleiden müsstet, 1000 Millionen Jahre, egal wie viel ihr habt, wenn ihr diesen Ablassbrief bekommt, kriegt ihr alles erlassen. Ein super-duper All-Inclusive-Freifahrtschein. Und das Tolle ist, dieser Schein hat noch einen Zusatzcoupon dabei, den du auch in Zukunft noch einlösen kannst, der zeitlich unbegrenzt gültig ist, bis zum Tag deines Todes. Also wenn du diesen Ablassbrief kaufst, bist du nicht nur heute von allen Sünden und Strafen frei, sondern auch von allem, was du dann noch zusätzlich ansammeln solltest in deinem Leben bis zu deinem Tod. Da kannst du am Todestag den Zusatzcoupon rausholen, ein sogenanntes Konfessionale, und das dem Priester geben. Und du musst dann gar nicht mehr beichten oder noch irgendwas erzählen. Das gilt dann, du hast den All-Inclusive-Schein zum Himmel rausgeholt und der gilt einfach. Der Priester kann da nichts mehr gegen sagen, der muss dir zusprechen, du bist frei von allem Sündenstrafen und so. Du kommst direkt in den Himmel mit diesem Superschein. Das war der Petersablass und der verkaufte sich natürlich relativ gut. Das war der beste Ablass, den es jemals gegeben hatte. Und Luther kriegte das erst gar nicht mit, weil es ja in Kursachsen nicht verkauft wurde. Aber dann bekam er das doch mit, weil Leute 30 Kilometer bis nach Jüterbog oder so wanderten, sich dort diesen Ablassschein für viel Geld besorgten. Und ja, und Luther schaute sich das an und sagte, hier stimmt was nicht, hier läuft etwas aus dem Ruder, ich muss mich jetzt mal dagegen wenden. Und das passierte jetzt Ende Oktober 1517. Wieso gerade dann? Dazu muss man wissen, dass halt in der katholischen, im katholischen Festkalender der 1. November ein besonderer Tag ist. Es ist Allerheiligen. An Allerheiligen denkt man an Allerheiligen. Und wie denkt man daran als guter Katholik um 1517? Indem man sich Reliquien der Heiligen anschaut. So ist man den Heiligen besonders nah. Und viele Fürsten und Bischöfe hatten Reliquien gesammelt. Denn durch das Anschauen, durch das reine Anschauen von einer Reliquie bekam man Ablass. Also, das war eine Bußleistung, die eine Strafe tilgte sozusagen. Diese Versenkung im Andenken an einen Heiligen. Ich guckte mir also irgendeinen Knochen von der heiligen Elisabeth oder so an und allein, dass ich da so andächtig verweilte, brachte mir schon wieder 10 Tage weniger Fegefeuer oder so. Kurfürst Friedrich der Weise, der Schutzherr Luthers, hatte selber gleich neben der Schlosskirche eine Reliquiensammlung mit 19.000 Stücken. Wer sich die alle nacheinander ehrfürchtig angeguckt hat, hat 2 Millionen Jahre Fegefeuer erlassen bekommen. Was für eine super Einrichtung. Und von daher war es vielleicht kein Zufall, dass Luther genau da am Tag vor Allerheiligen, als alle Leute in die Kirche und durch die Kirche hindurch weiter zur Reliquiensammlung gepilgert sind, etwas zum Thema Ablass an die Tür geschrieben hat. Es ist bis heute eine umstrittene Frage, hat Luther die Thesen wirklich da an die Tür geschlagen? Denn das Seltsame ist,
Luther hat selber in seinem ganzen Leben nie etwas darüber gesagt, dass er das gemacht hat. Wenn das so ein weltbewegendes Ereignis war, wie wir es heute feiern, wieso hat er das dann nie erwähnt? Erst Melanchthon hat es nach seinem Tod erzählt, dass das so gewesen sein soll. Am 31. Oktober 1517 hat der Martin Luther das da an die Tür genagelt. Vielleicht hat Luther es deswegen nicht erzählt, weil es nie passiert ist. Vielleicht hat Luther es aber auch deswegen nicht erzählt, weil es für ihn total normal war. Was ist daran normal, 95 Thesen an eine Kirchentür zu nageln? Diese Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg war das schwarze Brett der Wittenberger Universität. Wenn irgendeine Veranstaltungshinweis gemacht werden sollte, schlug man das an diese Tür. Irgendein Flyer, nächste Woche Gulasch zum Mittagessen oder Gottesdienst in der Kirche so und so, schlug man es an die Tür. Und vor allem die Universität hat da auch eingeladen zu Streitgesprächen, zu Disputationen. Das hat Luther ganz oft gemacht. Er war Professor der Uni, hat ganz viele Disputationen geleitet und dann wurde halt ein Aushang gemacht. Nächste Woche Mittwoch, Disputation über das Thema Dreieinigkeit mit dem Kollegen so und so oder irgendeinem, der eine Doktorarbeit gerade schreibt. Und damit man wusste, worum es geht, hat man schon mal Thesen formuliert, mit denen man sich ein bisschen auseinandersetzen konnte, bevor die große Diskussion losgeht. Und so hat Luther an diese Tür wahrscheinlich ganz normal, das war das übliche Verfahren, wenn man zu einer Disputation einlädt, ja, die Thesen da schon mal ausgehängt, weil bald die Disputation losgehen sollte. Vielleicht hat er es gemacht. Wir wissen, das Seltsame bei dieser Disputation war, es hat nie eine stattgefunden. Es gab kein konkretes Datum. Also Luthers Thesen sind eher so eine Art allgemeine Einladung, über ein Thema mal gemeinsam nachzudenken. Und so hat er vielleicht tatsächlich diese Thesen dann nicht angeschlagen. Was er aber auf jeden Fall gemacht hat, das ist belegt, dass er diese Thesen in Briefen an bestimmte kirchliche Würdenträger geschickt hat, so zum Beispiel an Albrecht von Mainz. Und hat ihm da geschrieben, was er so an dem derzeitigen Ablassverfahren, was ihn da nervt, was er nicht so christlich findet und hat ihm dann als Vertiefung auf jeden Fall diese 95 Thesen dann noch mit beigelegt. Und wir wollen jetzt mal schauen, was in diesen 95 Thesen eigentlich drin steht. Wer in Tabor studiert, der findet diese 95 Thesen in KGQ 37. Ihr findet die auch im Internet überall, die 95 Thesen im Originalwortlaut. Könnt ihr euch mal alle mal durchlesen und dann selber mal überlegen, ob ihr auf dem Hintergrund, was ich bisher erklärt habe, das schon ein bisschen verstehen könnt, was Luther da wirklich will. Ich gehe mal so ein bisschen mit euch jetzt an diesen 95 Thesen entlang. Die bekannteste These ist die These 1. Da heißt es, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also, Luther sagt, die wahre Buße ist eine Lebensbuße. Es ist nicht, dass man zum Bußsakrament in die Beichte gehen muss. Tut Buße heißt nicht, geh zum Priester und beichte, sondern tue Buße heißt, habe die Lebenshaltung der Hinwendung zu Gott und dass dir deine Sünde leid tut. Lebenslange Buße. Das ist Luthers Anliegen, ein ernsthaftes Christentum, eine ernsthafte Haltung gegenüber Gott. Und der Rest der Thesen, der beschäftigt sich jetzt eigentlich nur noch mit dem unteren Teil unseres Schaubilds von eben, mit der Frage,
wie gehen wir jetzt mit den zeitlichen Strafen um? Einerseits macht Luther dann in These 5 bis 7 eine Unterscheidung zwischen Strafe und Schuld. Schuld, sagt er, kann nur Gott erlassen. Der Papst und der Priester, der kann natürlich Strafen, die er selber auferlegt hat, auch wieder erlassen. Von daher hat Luther auch lange Zeit keine Probleme mit dem Ablass an sich, weil er sagt, der Ablass erlässt Strafen, die die Kirche selber erlassen hat. Wer eine Strafe erlässt, der kann die Strafe auch widerrufen. Aber die Schuld kann die Kirche nicht widerrufen. Die Schuld kann nur Gott vergeben. Er wendet sich da also auch gegen eine Vermischung. So auch das war damals für die Leute im Volksglauben kaum auseinanderzuhalten. Schuld und Strafe und Sünde, Vergebung und was ist jetzt für den Himmel und was ist für das Fegefeuer. Das war alles irgendwie ein großer Klumpatsch. Luther differenziert das jetzt hier ausführlicher. These 8 bis 13, da sagt er, Bußleistungen, die man bei der Beichte auferlegt bekommt, die gelten auf jeden Fall nur für Lebende. Nichts davon wird nach dem Tod in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt, wie es in These 11 heißt. Also er geht mal ganz tief in diese ganze Bußtheologie herein. In These 14 bis 16 ist es ganz interessant, dass Luther da überhaupt sich Gedanken macht über, ja, wie muss man sich das Fegefeuer vorstellen. Er sagt, das muss man sich jetzt nicht als Feuer vorstellen, sondern mehr als psychologische Qual, so innerlich, dass man so, ja, es ist, manchmal ist ja das Schlimmste, wenn man was falsch gemacht hat, dass es einen innerlich quält. Und so sagt Luther, dass es gibt Sünden, die gehen einem auch nach dem Tod noch nach und quälen einen zutiefst innerlich. Die Frage ist dann für Luther, was kann der Papst dagegen machen? Der Papst kann eigentlich den Seelen da gar nicht helfen. Und deswegen ist diese Ablasskampagne eine große Täuschung. Dann prangert er in These 27 bis 29 an, dass da ganz viel Geldgier damit verbunden ist und sagt, ja, es ist auch ein Etikettenschwindel. Ihr versprecht den Leuten, dass sie in den Himmel kommen dadurch, aber es geht doch eigentlich, es kann nur um den Erlass von Kirchenstrafen gehen. These 35 macht dann auch ganz klar, ohne Reue gibt es sowieso keinen Ablass. Allein die Geldzahlung bringt gar nichts. Es geht um echte Buße und ohne Buße ist der ganze Ablasskram ein totaler Quatsch. Aber wer richtig Buße tut, sagt er in These 36, der braucht eigentlich gar keinen Ablassbrief. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Die Reue ist das Entscheidende, nicht der Ablassbrief. Und da merken wir schon, das fand die Kirche natürlich nicht so toll. Das würde ja heißen, dass man gar keine Ablassbriefe braucht, um Vergebung zu kriegen, um Strafen erlassen zu kriegen. Luther sagt These 37, der Kirchenschatz der guten Werke der Heiligen, den kriegt man auch ohne Ablassbrief. Das war Riesensprengstoff. Wenn die Leute das glauben, was der Luther da sagt, dann kauft kein einziger mehr einen Ablassbrief, wurde der katholischen Kirche langsam bewusst. Deswegen waren sie so allergisch. Ihr ganzes Geschäftsmodell wurde damit in Frage gestellt. Luther geht weiter und sagt in These 41 bis 46, dass eine große Gefahr der Ablassbriefe darin besteht, dass sie von guten Werken ablenken. Also Luther ist gar nicht gegen gute Werke, er hält sie für sehr wertvoll. Er sagt These 44, durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe und wird der Mensch besser, aber durch Ablass wird er nicht besser. Ihm geht es also um echtes Glaubenswachstum und das gelingt eher durch gute Werke.
Dann verteidigt er sogar den Papst, These 47 bis 52, und sagt, das Schlimme ist bestimmt nicht der Papst, sondern wahrscheinlich sind es die Ablassprediger, die alles falsch machen. Und These 56 bis 66 geht es dann um den Kirchenschatz, der seiner Meinung nach ist das völlig unbegründet, kann man mit der Bibel nicht beweisen, dass es diese Schatzkiste der guten Werke der Heiligen gibt. Und hier kommt die schönste These eigentlich, These 62, so die einzige These aus meiner Sicht, die man sich so richtig als Poster ins Zimmer hängen kann. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Ist das nicht ein schöner Satz? Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. In Wittenberg gibt es einen Kirchenladen, der nennt sich These 62, ein Café, weil diese These wirklich so schön ist. Wenn man dann fragt, wieso heißt ihr These 62, kann man über das Evangelium reden. Dann geht es im weiteren Verlauf um Missstände der Ablasspredigt und in den 80er Thesen dann um Kritik von Laien am Ablasshandel, wo Luther sagt, man muss mit den Leuten ernsthaft reden. Und schließlich die letzten drei, vier Schlussthesen entwickelt Luther sein Gegenprogramm. Und er sagt, die Ablassbriefe wiegen die Leute in einer falschen Sicherheit, als ob man sich mit einem Zettel freikaufen kann von ernsthaftem Glauben. Lieber soll man die Strafen alle aushalten und dabei fest sich Jesus zuwenden. Also worum geht es in diesem ganzen Streit der 95 Thesen? Es geht letztlich um die Frage einer geistlichen Pädagogik. Wie können wir Leute zu einem ernsthaften Christsein erziehen? Das ist die Frage. Wie können wir einzelnen Christen helfen, im Glauben zu wachsen? Darum geht es. So, hier sehen wir mal einen Original-Ablassbrief von Albrecht von Mainz, der in dieser Zeit Luthers verkauft wurde. So sah das damals ungefähr aus. Und hier sehen wir auch gleich als nächstes dann eine Originaldruck der 95 Thesen. Hier erstmal in Latein. Die 95 Thesen sind theologisch sehr schwierig. Sie wurden für die Gelehrten erstmal geschrieben in Latein, wo man dann sozusagen darüber diskutieren konnte, und Theologen diskutierten damals in lateinischer Sprache. Kurz gesagt ist Luther nicht grundsätzlich gegen Ablässe, auch nicht gegen Fegefeuer, auch nicht gegen den Papst. Das ist alles für ihn grundsätzlich noch okay. Er ist gegen Missstände. Er will verhindern, dass Schuld und Strafe miteinander vermischt werden. Er will verhindern, dass Reue vernachlässigt wird, dass Leute nicht ernsthaft ihre Sünde bereuen, sondern sich einfach nur freikaufen wollen. Er will verhindern, dass Leute sich zu viel versprechen, was da im Fegefeuer alles erlassen wird. Und er kritisiert, dass die Kirche sich da auch etwas zu viel anmaßt, was sie da alles verwalten und verschenken kann. Stattdessen plädiert er dafür, dass die Leute richtig Buße tun sollen, anstatt sich einer Illusion hinzugeben, mit diesem Schein, diesem Ablassbrief, irgendeine Art von Sicherheit zu haben. Da kann man jetzt fragen, sozusagen, sind diese 95 Thesen eigentlich überhaupt evangelisch? Also es gab Leute, die sagten, als Luther die 95 Thesen veröffentlicht hat, da war er noch gar nicht evangelisch. Das hat Martin Brecht gesagt. Also ist das eigentlich noch etwas, wo Luther noch richtig tief katholisch war? Oder was ist daran eigentlich evangelisch? Es ist ein bisschen Kirchenkritik, aber ist das schon wirklich die reformatorische Erkenntnis? Hat Luther hier überhaupt schon sein Turmerlebnis gehabt? Das ist die große Frage. Letztlich muss man fragen, worum geht's Luther eigentlich hier gerade? Tiefergehend muss man sagen, es geht in den 95 Thesen
gar nicht um die Frage der Ablassbriefe und der Missstände, das ist so das Äußere. Geistlich gesehen geht es um die Frage, kann man Menschen beim geistlichen Wachstum irgendwie besser helfen? Es geht darum, wie erziehe ich Menschen geistlich? Ist ja auch bis heute eine spannende Frage. Wie bringe ich Menschen dazu, dass sie im Glauben wachsen und weiterkommen, dass sie ernsthafter mit Gott leben wollen? Und da ist es so ähnlich wie bei der Kindererziehung. Die katholische Kirche, die hat das über viele Jahrhunderte mit Strenge versucht und hat Strafen für Sünden erlassen. Es gab eine Strafpädagogik, es gab eine Wiedergutmachungspädagogik, dass eben bestimmte Leute gesagt wurde, ihr habt jetzt gesündigt, aber ihr könnt es wieder gut machen, indem ihr bestimmte Sachen, Ersatzleistungen bietet. Also da hat jemand eine Scheibe kaputt gemacht und dafür muss er jetzt irgendwie was arbeiten und kann das dann wieder gut machen. Man hat mit einer konsequenten Pädagogik argumentiert, ja, Sünde hat halt Folgen, das musst du jetzt einfach tragen, ist jetzt die Strafe, die in der Sünde drinsteckt. Und zu Luthers Zeit ist die Kirche eigentlich etwas milder geworden. Ablass heißt milde, Indulgentia. Ist so wie Eltern, die sich irgendwann entscheiden, nicht mehr ganz so streng zu sein und zu sagen, hier, mein Kind, du machst immer noch viele Sachen falsch und früher haben wir dich geschlagen dafür und dir Strafen gegeben und du hast Hausarrest gekriegt und alles, damit aus dir was wird. Jetzt machen wir es alles ein bisschen einfacher. Wir sehen jetzt über manches hinweg und wir machen das jetzt ganz einfach für dich, wie so Schwamm drüber. Du musst nur sozusagen ernsthaft die Sachen bereuen und das irgendwie auch zeigen und dann, ja, sind deine ganzen Sünden und weg und die Strafen, die heben wir dann alle auf und so. Das war jetzt der neue Erziehungsstil des Papstes. Der Papa der Kirche hat sich überlegt, ich bin jetzt nicht mehr ganz so streng und ich verteile jetzt auf einmal mehr Geschenke. Ist das nicht ein tolles Angebot? Und Luther sagt, nö, das ist kein tolles Angebot. So klappt das nicht mit der Erziehung der Gläubigen. So werden sie verwahrlosen. Ich sehe das ja, wer sich diese Ablassbriefe kauft, der schwelgt in Sicherheit und der tut gar nicht mehr wirklich Buße. Was Luther tatsächlich wollte, das ist, dass er wieder zu einer neuen Ernsthaftigkeit zurückrufen wollte. Das war sein Anliegen und das ist eine spannende Frage im Hintergrund dieser 95 Thesen. Wie erreichen wir in unseren Gemeinden, in unseren Jugendkreisen, dass Leute ernsthaft über Jesus nachdenken? Geht es mit Strafen oder geht es mit Milde? Luther ist eigentlich jemand, der in diesem Ablassstreit, könnte man sagen, eher ein Traditionalist ist. Er war noch katholischer als der Papst um 1517 vielleicht. Er ist mehr für eine ernsthafte Straf- und Wiedergutmachungspädagogik, vielleicht auf jeden Fall, dass man den Leuten nicht zu schnell ja, irgendwie Strafen erlässt, sondern dass man ernsthafte Reue und Buße fordert. Das ganze Leben soll eine Buße sein, These 1. Darum geht es. Ob Luther jetzt hier schon die reformatorische Erkenntnis hatte, ist eine spannende Frage. Er hat sich dann tatsächlich ab 1517 Luther mit TH genannt, abgeleitet von dem griechischen Begriff Eleutheros, was frei heißt. Vorher hieß er Martin Luder mit D und seit 1517 schreibt er sich mit TH, wie in dem Wort Eleutheros. Jetzt hat er sich frei gefühlt. Irgendwie ist ihm in dieser Zeit dieses Ablassstreites eine neue Freiheit gekommen, die Kirche zu kritisieren und zur Freiheit zurückzurufen. Er schreibt dann auch bald danach von der Freiheit eines Christenmenschen, weil er jetzt der Eleutheros war, der freigemachte Mensch. Aber warum haben gerade diese 95 Thesen die Reformation in Gang gebracht? Das ist die spannende Frage. Wenn Luther
doch gar nicht evangelisch, noch nicht evangelisch war. Warum haben dann diese 95 Thesen so viel ausgelöst? Er hat damit den Nerv der Zeit wahrscheinlich getroffen und war sich vielleicht selber gar nicht über die Tragweite seiner Äußerungen im Klaren. Er hat das nicht berechnet. Er wollte damit jetzt nicht Reformator werden und hat gesagt, wow, jetzt ist der 31. Oktober, wir machen jetzt Reformation. Nein, er wollte theologisch mit Kirchenleitern diskutieren, ob das alles mit dem Ablass gerade so in die richtige Richtung läuft oder ob das nicht die Ernsthaftigkeit des christlichen Glaubens kaputt macht. Und es traf in eine Zeitsituation und hat eine Volksstimmung aufgenommen. Luther hat in Latein geschrieben und er hat dann aber, erst als es dann quasi andere Leute auf Deutsch übersetzt haben, wurde es dann wirklich zu einer Volksbewegung. Für Luther selber überraschend wahrscheinlich, wurde damit eine große Bewegung in Gang getreten. Ohne seinen Auftrag, ohne sein Wissen wurden die Thesen übersetzt und gedruckt. Ende 1517 schon an mehreren Orten. Innerhalb von wenigen Wochen verbreiteten sie sich über ganz Deutschland. Der Erzbischof Albrecht von Mainz, dem er die Thesen geschickt hatte, hat Luther nie geantwortet auf die Thesen, aber er hat langsam gemerkt, was diese Thesen auslösen. Tetzel, der Beauftragte für den Petersablass, fühlte sich sehr stark angegriffen. Er wollte Luther lieber schnell auf dem Scheiterhaufen sehen. Er wusste, was da für eine Sprengkraft drin war. Im März 1518, erst 5 Monate später, schreibt Luther nähere Erläuterungen, die auch zu seinen Thesen, die erscheinen erst im August 1518 und da ist aber schon eine Riesenbewegung losgetreten. Und es gab schon ganz viele Druckexemplare von Luthers Schriften. Heute übrigens gibt es auch immer noch den Ablass. Also hier habe ich mal einen Ablassbrief mitgebracht, wie heute so etwas aussieht, wo jemand darum bittet, einen Ablass zu erhalten. Der Unterschied ist im Grunde der, dass Ablässe zwar immer noch zur katholischen Theologie gehören, aber sie auf keinen Fall mehr für Geld verkauft werden. Das hat man abgeschafft. Diese Kommerzialisierung der Buße, das hat man von Luther gelernt oder selber eingesehen. Seit 1562 ist es verboten, Ablässe gegen Geld zu verkaufen. Aber das Thema Ablass werdet ihr in der katholischen Kirche bis heute finden. Luther selber, ja, wollte zu einer ernsthaften Buße aufrufen und deswegen hat er den Ablasshandel kritisiert. Er wollte Ernsthaftigkeit und dazu hat er gesagt, muss man die Menschen nicht mit Ablassbriefen ködern und sie brauchen keine Zwischeninstanz, sondern sie sollen sich ernsthaft an Gott selber wenden. Was nur minimal aufleuchtet in den 95 Thesen, ist wirklich die evangelische Rechtfertigung, die Entdeckung, dass wir Christus alleine brauchen, außer vielleicht hier in dieser These 62, der wahre Schatz, ist das allerheiligste Evangelium. Das wird dann in den folgenden Jahren von Luther ausgearbeitet. Dieses Samenkorn, das ihm vielleicht fast so nebenbei im Ablassstreit langsam aufgeleuchtet ist. Und so hoffe ich, dass ihr jetzt ein bisschen die 95 Thesen besser versteht, das, was damals passiert ist und wieso das auch gerade die Reformation ausgelöst hat. Die 95 Thesen haben nicht die evangelische Rechtfertigungslehre formuliert und trotzdem haben sie einen Nerv der Zeit getroffen und sie boten das Samenkorn, womit die Reformation ausgelöst worden ist, sodass wir mit Recht am 31. Oktober jedes Jahr an den Reformationstag erinnern. Hier ging es los und hier wurde der Weg gebahnt für eine Erneuerung des Christentums.